Letztes Video, da ich gut mit Pietro Lombardi befreundet bin, beziehungsweise er zumindest suggeriert, wir wären Freunde, schaue ich mir jetzt noch ganz kurz hier bei Mois die Zerstörung von Pietro Lombardi an, einfach damit ich sehen kann, dass er hier irgendwie leidet. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ist sehr viel Zeit vergangen, seitdem ich und Peabody 1 gegen 1 in einem Video drin waren. Letztes Mal bei Wer bin ich? Wer hat da gewonnen? Bruder, ich muss ehrlicherweise sagen, vielleicht nochmal einen Rückblick. Er kann meiner Meinung nach singen und ich finde, er hat eine engelsgleiche Stimme. Das muss eine angenehme Stimme sein, wenn sie engelsgleich ist. Patty! Simon! Sehr manipuliert, weil du hast Simon Unge als guten und erfolgreichen Musiker bezeichnet. Und das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Und wenn du ich würde sagen, Simon Unge ist ein extrem erfolgreicher Musiker. Schauen wir mal ganz kurz. Partout Remix, Leute. Schauen wir mal, wie viele Views es hat. 500.000, 60.000. Also hier gibt es eine Menge, sag ich mal, Videos, die haben gut Aufrufe. Simon Unge ist für mich ein Musiker, ganz klares Ding. Heute wieder so spielst, gibt es eine Anzeige. Heute ist die Rückrunde, okay? Und heute entscheidet sich, wer der Beste in diesem Spiel ist. Ich. Der Verlierer gibt bei Riff & Beef in Köln für die ganze Crew 10 Menschen. 10 Menschen. Hauptgang und Nachtisch. Kein und Problem. Alles danach. Kein Bro, Riff & Beef in Köln. War mit P auch mal da? Nee, stimmt nicht. Wir waren in einem anderen Steakhouse. Doch, wir waren mal da. Wir waren mal da. Und es ist ultra teuer gewesen. Ich als Vegetarier, mit dem 10er war ich durch. Problem. Okay. Und wir halten es sogar auf Video. Okay. Mit Ansage, ich gewinne. Und du weißt, es wird, also unter 1.000 Euro. Kommen wir dann nicht. Ja, 1.000 Euro safe, wollte ich gerade sagen. Und bei mir läuft es gerade nicht so gut. Stimmt, Pietro hat mir letztens auch noch Geld gefragt. Der wollte 30.000 von mir, habe ich abgelehnt. Aber wenn du dir so sicher bist... Und damit es heute fair abläuft, müsst ihr nicht euch gegenseitig Fragen stellen, sondern mir und ich beantworten. Bruder, guck mal, lass uns ganz kurz einmal ehrlich gehen. Ja. Kenne ich diese Person, die du aus... Hundertprozentig. Hundertprozentig. Okay, aber okay. So aus... Du kennst sie, du hast sie mindestens 200 Mal... Bruder, stell mir die Frage. Okay. Ja! Okay. 3 Millionen! Klebe deinen Zettel auf deinen Kopf. Aber wie soll ich schreiben? Ja, du schreibst auf meinen Kopf, Bruder. Okay. Hier, so. Wegen Buchstaben kann er. Ja. Scheiße, ein Versuch. Guck mal, er wollte es nicht. Ein Versuch. Red ich einfach unehrenhaft? Meine Taktik hat nicht geklappt. Aber man kann es nicht lesen. Pietro verstanden, dass er es fühlen wollte. Ich sehe schon. Bruder, schreibt er einen Aufsatz? Er versucht mich zu irritieren. Okay, 6 Buchstaben, 7, 9 Buchstaben. Oha. Bruder, was ist das für eine Bibel, die er da geschrieben hat? Sieht man das? Sarah Lombardi aus dem Ghetto. Digga. Da wird es auf jeden Fall wieder Beef geben. Ich freue mich auf den nächsten Track von Start Over. Okay, guck mal weg. Guck mal weg jetzt. Ja, und ich guck so. Oha, ich hab hinten genau. Komm deine Augen zu. Das müsste gerade ein Wohl sein. AOL vielleicht? Die Versicherung? AOL, die Versicherung. Pietro, reden wir nicht drüber. Nicht viele Buchstaben. Ja, komm mal kurz her. Ja. Bin ich Mr. Bean? Nein, das war die erste Frage. Ah, nein, wir fangen. Das ist nicht Sarah Lombardi aus dem Ghetto, das ist normale Sarah Lombardi. Du musst halt schon. Willst du wirklich? Ja. Nein, ich möchte nicht. Mit Ansage, ich lass dich einmal gewinnen. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Siehst du? Was? Ich schaff das mental nicht mehr. Ich kann das nicht. Weißt du, was das war? Machtdemonstration. Das war einfach nur Machtdemonstration. Ich schaffe es nicht. Es war Machtdemonstration. Bro, wie geht das? Machtdemonstration. Kann ich um Glück. Bin ich ein Mann? Nein. Schlau. Peabody. Bin ich eine reale Person? Jupp. Bin ich männlich? Jupp. Krass. Bin ich ein Zeichen... Ah, aber stopp. Ich bin real, ich kann kein Zeichentrick. Real und Mann. Reale Person. Bin ich ein Zeichentrickcharakter? Perfekt, Pietro. Ich bin kein Sänger. Also du... Ich hab immer noch einen IQ-Test ausstehen mit Pietro Lombardi, den wir machen wollten. Aber er hat sich bis heute nicht getraut, Alter. Ehrenlos, wirklich ehrenlos. Der hat's mir versprochen damals. Ist kein Sänger, ja. Okay. Krass, Digga. Aber darf man das so umfragen? Bin ich... Okay, sorry, war mein Fehler. Bin ich ein Kämpfer? Bin ich ein Kämpfer, Digga? Nein. Bin ich eine reale Person? Yep. Bin ich ein Unternehmer? Also ich bin mir sicher, dass die Person auch Unternehmen hat oder so. Kann gut sein, aber... Aber ich bin hauptsächlich... Aber die Person ist nicht dafür bekannt, so. Genau, okay, das war die Frage. Bin ich weiblich? Also er hat doch Nein gesagt. Naja, die Person ist nicht dafür bekannt. Hast du gesehen, ja. Doch, ja, hab ich. Okay, Entschuldigung. Ja. Also, ich bin weiblich. Ich bin weiblich. Ich bin weiblich. Okay, bin ich unter 30? Oh, Lombardi,
Weißt du es? Weißt du es überhaupt noch, Pietro, oder hast du es verdrängt? Ich weiß es genau selber nicht, aber ich glaube, ja, ich glaube ein bisschen unter 30. An der Grenze zum Midlife. Ja, ja. Okay. Bin ich aus Deutschland? Jupp. Okay. Du weißt, dass wir immer näher dran kommen. Kenne ich diese Person persönlich? Persönlich? Nope. Okay, gut, danke. Ich habe genug Informationen. Okay. Kannst du mir immer wieder einen Rat geben, wo ich bin gerade? Ich war eine reale Person. Ich bin kein Fighter und kein Sänger. Kein Kämpfer. Genau. Wer fragt denn bei so einem Spiel, bin ich ein Kämpfer? Digga, Pietro, bist du lost? Entspann dich, Bruder. Ich bin aber real. Alles wird gut, Pietro. Okay, ich bin keine. Bin ich Comedian? Also ich habe noch nie eine Comedy-Show von dieser Person erlebt, nee. Okay. Schwierig, ne? Bin ich eine Influencerin? Könnte man doch, natürlich. Ja, kann man schon, ja. Okay. Wo jeder ist doch Influencer. Ja, also jeder Influencer in dem. Du bist aber keine. Normalerweise bist du jetzt nicht bekannt als Influencerin, aber du stellst halt solche. Doch, mittlerweile schon, würde ich sagen, Pietro. Also da muss man ganz klar sagen, Sarah Lombardi ist bekannt geworden, nicht weil sie mit dir zusammen war, sondern weil sie Influencerin ist. Das ist doch klar, Pietro. Digga, also ganz ehrlich, das ist doch safe. Das ist doch safe. Du influencest auch dein Leben. Ja, ich mach's ja absichtlich. Ja, okay. Du bist Influencerin. Sagen wir mal so. Ja, okay. Kennt jemand aus diesem Raum diese Person auf meiner Stirn persönlich? Yep. Da, der grinst. Ich glaube, der hätte dich sogar gefickt, wenn ich nicht. Ja, doch. Bin ich Sarah Lombardi? War aber auch saudumm von Pietro, Digga, dass er das genommen hat, wirklich. Oh mein Gott! Es war so technisches K.O. Technisches K.O. Guck mal, der arme, Digga, Leben vorbei. Da bringt dir auch dein LFDY-Shirt, bringt dir da auch nichts, du Opfer. Ach, gut. Aus dem Ghetto. Technisches K.O. Ich schaff das nicht. Spiel geht rein. Nein, jetzt musst du rausfinden, wer ist. Einfach nur flexen. Ich sitze hier. Der hat doch schon verloren. Ja, aber ich will sehen, wie krass er für verloren hat. Für 10 Minuten. Können wir bitte bis gleich spielen? Nein. Du musst jetzt rausfinden, wer du bist. Das ist sehr krass. Das war ein technisches Kauf. Wenn es dir wirklich keiner gesagt hat. Ich schau auf meine Mutter. Dann bist du der krasseste Mensch. Ich möchte gar nicht. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich möchte. Ja, ich weiß nicht, ob er Zettel gelesen hat. Kann sein. Nein, du musst rausfinden, wer du bist. Es kann nicht. Ich komme darauf nicht klar. Ich will nur betonen, ich war nur zweimal dran. Und ich will nur betonen, dass ich dachte, du kommst niemals drauf. Und ich will nur betonen, dass Pietro Jobs genommen worden ist. Weißt du, was ein sehr berühmter Mensch gesagt hat? Cogito ergo sum. Ich glaube, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Verschissen. Bin ich ein Schauspieler? Nee. Bin ich ein Politiker? Nope. Schau, du bin ich ein Fußballer? Nope. Schau, wir verschärfen diese Regeln. Du darfst noch genau 10 Mal jetzt fragen. Der arme Alter. Sonst und kriegst du noch eine zweite Bestrafung. Und die zweite Bestrafung ist, wir gehen 2 Tage hintereinander Riff und Beef auf deinen Arm. Okay, kein Problem. Pietro Lombardi reich. Okay, aber da musst du mir schon. Also, ich habe jetzt alles gefragt. Bist du ein. Okay, du hast noch genau 8 Fragen. Nein, 12. Lass 12 machen. Ich bin kein Fußballer. Was bin ich denn, Alter? Bin ich kein Schauspieler, kein Fußballer, kein Sänger? Kein Kämpfer. Bin ich ein YouTuber? Nein. Bin ich ein Influencer? Nein. Bekomme ich viel Hate? Doch, manchmal. Safe, aber es gibt auch Menschen. Das ist jetzt ein Tipp von mir, weil ich dich liebe wie ein Bruder, nur Homo. Es gibt auch Menschen, die ihn vergöttern. Unnormal vergöttern. Weil er sehr vieles gemacht hat. Er hat einen Meilenstein in dieser Welt gesetzt. Ein Meilenstein? Nicht aber krass so. Digga, sag jetzt bitte nicht Hitler, Pietro. Nicht aber so im Sinne von, er hat irgendwo eine Wasserquelle errichtet oder so. Okay. Viel krasser. Okay. Pietro sagt jetzt einfach Hitler. Okay. Vier sind jetzt hinter uns. Habe ich für ein Recht gekämpft? Irgendwo kann man das als Recht bezeichnen. Nein, man kennt ihn nicht dafür. Alle führen nicht in die falsche Fährte, nein. Was für Rechte? Der wollte nur Geld machen. So, er wollte Geld machen. Bin ich Pablo Escobar? Nein. Er hat sehr viele Menschen verbunden. Oh, das ist ein sehr, sehr starker. Oh nein, der hat mir irgendwie so viele Menschen verbunden. Ja. Ja, das war ein sehr starker. Verbunden. Ich bin aber kein Politiker. Nee. Sechs. Nein, das habe ich schon gefragt. Politiker war schon. Okay. Hat der einfach Sarah Lombardi, meine Ex-Geliebte, so schnell rausgekriegt? Wow, das ist echt Wahnsinn.
Digga, kompletter Wahnsinn. Okay. Okay, ich möchte einen sehr schönen Tipp von dir. Bitte lass mich einen Tipp. Aber nicht zu harten Tipp. Er hat eine App entwickelt. Er hat eine App entwickelt. Ja. Da gibt's ja einige. Okay, sag jetzt nichts, okay? Du hast einfach dumm. Auf dich. Lombardi dumm, wirklich. Bin ich enorm reich? Ja. Ach. Bro, bitte, du bist so nah dran. Ich schwöre, ich hab's dir gratis gegeben. Bin ich einer der reichsten Menschen der Welt? Boah, ja. Pietro, frag doch noch mehr. Ich weiß, wer ich bin. Ja. Ich werde es aber noch nicht sagen. Ich lasse noch raus. Trage ich eine Brille? Ich weiß nicht. Nee. Okay, dann es gibt nur zwei Menschen, die ich sein könnte. Okay. Entweder bin ich Bill Gates oder Zuckerberg. Wer bist du von denen? Wenn ich eine App entwickelt habe, müsste ich theoretisch Zuckerberg sein. Du bist der Sucker. Lost. Pietro, wirklich einfach nur lost. Also wirklich einfach nur lost, dieser Junge.